Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Wir sind hier stehen geblieben und wir sehen hier direkt im Opener die Aces and Ace ohne Decall, okay? Wenn die so was haben wollen, dann machen die es halt so. Jetzt wollte ich erstmal so eine kleine Ankündigung machen, die ich auch morgen in der News-Ausgabe, die um 20 Uhr rauskommen wird, hoffentlich machen werde. Ich überlege gerade, die Livestreams nicht mehr auf Hitbox und auch nicht mehr auf Twitch zu zeigen. Für die, die mich in Skype haben und ja, die haben schon gemerkt, die im Forum aktiv sind, die haben es auch schon längst gemerkt. Ich habe jetzt seit gestern wartet, Handy rausholen und nee, seit heute. Seit heute um 1.30 Uhr und ja, wir sehen Andre the Giant und King Kong Bundy gleich gegen, also gegen Dollar Corporation, gegen die Aces and Ace. Ich habe jetzt so eine kleine Streaming-Seite, wo ich dann halt die ganzen FCW-Folgen nochmal zeigen werde, die ganzen DEW-Folgen, die ganzen TCW-Folgen, halt Folgen, wo man heutzutage nicht mehr durchblicken würde, weil keine Ahnung, ich blick selbst schon nicht mehr durch, also wo ich gerade das eingestellt habe und die erste Folge im Hintergrund gesehen habe, da dachte ich mir so, erstens, was war das für eine Grafik und zweitens, Alter, was war da los mit euch? Und heute wird ja viel mehr geboten. Ich würde das auch gerne weiter mit irgendeinem anderen machen, aber im Moment weiß ich halt nicht, wie ich schaffen kann, dass die Elgato und XSplit sich mal mögen. Sag ich es mal so, denn ja, das will ich irgendwie nicht. Ja, halt, ich werde vielleicht, ich weiß es nicht, ich werde es vielleicht so machen, dass ich Taboo Tuesday erstmal auf YouTube auf gelistet, also auf nicht, nein, auf nicht gelistet hochlade. Dann um eine bestimmte Uhrzeit. Ich werde es dann immer auf YouTube ankündigen. Ich werde es in den Folgen ankündigen, ich werde es in den News ankündigen und ich werde es in extra Videos ankündigen. Dann werde ich sagen, okay, um 20 Uhr kommt Taboo Tuesday zum Beispiel. Und dann ist halt der Link, wo ihr dann drauf müsst und dann würdet ihr schon um 20 Uhr Taboo Tuesday sehen, dann würdet ihr zum Beispiel, dann muss ich mir aufschreiben, okay, das Programm wird jetzt angehalten, dann muss jetzt halt mal, keine Ahnung, Folge, dass ich eh sauer auf wiederholen würde, dann muss halt mal Folge, was machen wir mal da? Folge 30. Muss dann mal halt Folge 30 aussetzen. Ich weiß, dass es nicht für einen Tag reichen würde, die Folgen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt 24 Stunden durchreichen würde mit dem. Doch, wird's auf jeden Fall. Ich glaube, das wird sogar fast 2 Tage aushalten. Also ja. Manchmal wird sich's halt auch wiederholen, aber da kann ich halt nichts zu, da sind halt dann zu wenig Folgen. Ich glaube aber, wenn dieses ganze Projekt Ende ist und ich mit 2K16, ich habe es in der ersten Folge gesehen, ich habe da gesagt, im 2K15 Universe Mode werde ich dann weitermachen, aber nein, das ist Bullshit. Ich werde nicht in 2K15 weitermachen, da es für mich jetzt keinen Sinn machen würde. Viele fragten mich auch, ja, wann wechselst du denn mal zu 2K15? Gar nicht mehr. Es wird einfach keinen Sinn machen für mich. Weil ich habe es mit 2K14 begonnen, ich werde es auch mit 2K14 beenden. Und dann werden wir mit 2K16 hoffentlich weitermachen. Hoffentlich dann auf der Next Gen, weil es dann glaube ich nicht auf der Last Gen mehr verfügbar ist. Und weil die Next Gen dann hoffentlich auch viel besser ist. Ich hoffe, man kann dann wieder die Arenen erstellen, dann kann ich auch wieder die FCW erstellen. Und wenn es halt nicht geht, wenn es auf der Last Gen geht, dann müssen wir es leider auf die Last Gen machen. Auch wenn ich will es einfach mit der FCW weitermachen. Ich will es einfach, ja.
Ich will das die ganzen Projekte, wenn dann so beenden, wie ich sie begonnen habe. Zwar jetzt nicht unbedingt mit dem Partner, ich weiß nicht, ob einer noch dazu kommen würde. Falls der Arm von Andre the Giant, der war erstmal kurz gebrochen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, dass X-Split mit Dielgato harmoniert. Und wenn, dann kann ein weiterer dazukommen. Dann muss ich auch noch schaffen, dass X-Split, Elgato und Skype funktioniert. Und jetzt kann ich auch Devon steuern. Ja! Endlich! Ja, ist ja scheiße. Und auf dieser Seite findet man auch wirklich nur die Folgen vom Universe Mode. Also die vom 2K14 Universe Mode. Falls ich bei 2K16 weitermache, dann findet man auch beide Projekte. Also wer dann sich, keine Ahnung, in ein Jahr noch die alten Folgen angucken will, der kann das gerne dort noch machen, weil, ja, es wird sich ja, glaube ich, nichts ändern. Ich glaube, ja. Da wird sich wirklich nichts dabei ändern. Ist halt nur für die Leute, die auf jeden Fall sich das nochmal angucken wollen. Ich bin auch manchmal dort im Chat dann aktiv, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt. Und keine Ahnung was, wenn ihr einfach mit mir schreiben wollt und ich halt nicht auf Skype erreichbar bin, dann bin ich auf jeden Fall dort erreichbar. Also sollte auf jeden Fall erreichbar sein, wäre blöd, wenn nicht. Bei den Pay-Per-Views werde ich auf jeden Fall dort erreichbar sein. Ich werde es mit Taboo Tuesday probieren. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich muss noch ein bisschen so ausprobieren, wie ich das schaffe, dass ich jetzt zum Beispiel ein Video überspringe. Ja, ich kenne mich da noch nicht mit der Seite so aus. Ich muss noch rumprobieren, also ich kann auch jetzt nicht sagen, was für eine Universe Mode Folge jetzt läuft, wenn die Folge rauskommt, denn ich nimm's um Piledriver. Nee, doch, nein, Powerbomb. Und nein, der konterte King Kong Bundy, wollte ich sagen. Ich nehme es hier um 1.40 Uhr auf, also da kann ich hier nichts sagen, hier da und da kommt jetzt die Folge. Oder da und da läuft gerade so eine Folge. Ja, es läuft auf jeden Fall eine Folge, da ist so wie ein 24-Stunden-Livestream. Also es kann sein, dass das Folge... Ich muss auch die Pay-Per-Views dazu rechnen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Judgment Day oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, nee, da muss ich auch machen. Halt auf jeden Fall, ich werde es gleich nach dieser FCW-Aufnahme nochmal ins Forum reinposten. Das ist jetzt ein Stream, ein FCW-Stream geben wird, ein 24-Stunden, 24-7-Stream. Also wirklich, der läuft ununterbrochen durch, hoffe ich mal. Müsste eigentlich. Und ja, für die Leute, die Bock darauf haben, ich sah erst so aus wie ein Yakuza-Kick gegen King Kong Bunny, aber es war ein Big Boot gegen Andre the Giant. Ja. Halt, wer sich dann angucken will, ist gerne dort willkommen und ich würde mich über jeden freuen. Denn so ist, ich würde sogar sagen, das wäre der leichteste Weg, um die alten Universe Mod Folgen zu finden. Man kann natürlich in die Playlist gucken, aber da, ach komm, es wäre zu leicht. Nein, zum Beispiel, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Und da kam der Finisher von den beiden. Aber Bully Ray, der zeigt seinen Neckbreaker. Ja, ich habe jetzt sehr wenig über dieses Match geredet. Ich wollte einfach nur diese News schon jetzt rausbringen. Es wird natürlich auch in der News-Ausgabe durchgenommen, das Thema. Nee, ich wollte auch was anderes sagen. Es wird auf jeden Fall besprochen und
Ja. Man findet da auch vom SummerSlam die Main Event Folge, was ja eine eigene Folge war, ungewollt, denn ich wollte ja eigentlich das alles zusammenschneiden, nur dann war ich einfach zu müde, hab einfach das Joshua Dagon Match zweimal gezeigt. Nein, ich wollte es keinen unter die Nase reiben. Ich hab's einfach nur verkackt, genau so wie Devon jetzt. Denn er hat sich selbst angezeigt. Da gab's einen Big Slap gegen King Kong Bundy, das gefällt den Walking Condom. Das laufende Kondom sage ich jetzt einfach mal nicht so ganz. Was für ein Schaden hat denn The Walking Condom? Oder war sein Name oder sein Spitzname früher war, ich weiß es gerade nicht. Und jetzt ist Nate 3D und das Cover 1, 2, 3. Nein, er kriegt nochmal das laufende Kondom aus. Ja, wie sagt man denn? Ich hab's vergessen. Immer mit Kondom und Lauf. Ich hab's vergessen. Leg Drop. Und jetzt ist ein Ace hier. Die ganze auf Walking Kondom. Ja, leck mich doch jetzt. Und ich sag's doch immer wieder. Egal. So, jetzt hier Bully Ray, der Baba Master! Nein, du kannst es knicken. Genau wie du, Bully. Denn du gehst jetzt. Nein. Nur weil es noch Disqualifications ist, musst du mich nicht die ganze Zeit angreifen. Ja, was hat denn Andre the Giant da gemacht? Sorry, aber was hat der da Ja! Da geht der erstmal aufs Top Rope! Nein! Du bist doch kacke, Bull! Devon! Ich hasse dich, Mann! So, danke! So! Jetzt zeig ihm mal wieder den Elbow! Und jetzt gehen wir hier bitte mit des laufenden Kondom in die Ecke. Und, nein, scheiße. Scheiße. Nein. Kannst nicht mal. Nein, du gehst nicht hin. Ja, Andre the Giant hat nämlich auch keinen Bock. Fuck you, Andre. Meine Arme sind ziemlich klein. Du so ein Riese. So, Flapjack. Und jetzt. Du sollst mal zu den Wechseln. Nein. Und das ist halt normal. So. Und jetzt. Fuck you too. Dann nochmal. 3D. 1, 2, 3 und Andre the Giant war zu spät. Die Aces and Ace gewinnt nach 2 3Ds. Dudley Death Driver. Ja. Da nochmal 1, 2, 3. Nein, das war der Kickout aus den Dudley Death Driver. Und dann nochmal. Na, da hab ich's verkackt. Weiß ich noch. Haha. Aber habe ich ja später genannt jetzt gerade. Und dann nochmal der zweite 3D und BAM. Dass die den überhaupt hochbekommen haben, ne? Also, Respekt. Vor allem an Devon, der den Flapjack an ihm machen musste. Und ja, die meisten Matches sind vom Universe Mode generiert. Zum Beispiel das nächste Match, das hätte ich nie im Leben angesetzt. Aber warum nicht? Universe Mode Folge und so. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Bis gleich. Ja, dieses Match hätte ich nie im Leben angesetzt. Nie im Leben.
Aber der Jonas, was man wollte, so, ich hätte, wisst ihr, welches Match ich da gesehen hätte? Am liebsten. Genau, Snake gegen Phoenix. Ich stelle mir gerade so ein Title-Match zwischen Snake und Phoenix vor. Die würden sich doch nur die Köpfe einschlagen. Die würden sich krankenhausreif schlagen, also, falls sie das noch nicht gemacht haben. Also, ich weiß es ja nicht. Ich bin mir sicher, dass das ist, was das Match des Monats ist. Falls nicht bei heute noch ein besseres Match zustande kommt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geht. Ja. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht geht es, vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es heute sehen. Und ja, guckt einfach mal unten in die Beschreibung, denn da findet ihr den Link zu diesem 24/7 Stream. Und Paige's Gegnerin ist Stacy Keibler, deswegen hätte ich dieses Match nie im Leben angesetzt. Ist ein Divas Match, aber egal, die Divas wollten auch mal ein bisschen TV-Zeit, whatever. Ja, also ich habe es ja schon im letzten Match angesprochen. Für die, die sich nochmal alle Folgen angucken wollen oder, keine Ahnung, irgendwie trotzdem mal reinstöbern wollen, für die, die es jetzt zum ersten Mal hier sehen und jetzt denken, okay, ist schon irgendwie cool, und sich doch noch alte Folgen ansehen wollen oder irgendwie einen Stream angucken wollen, dann ist es perfekt für diese Leute, denn ich biete seit heute einen Stream an, ein 24/7 Stream, wo die ganzen Universe Mode Folgen nochmal gezeigt werden. Ich weiß jetzt, wie schon gesagt, nicht, was für eine Folge jetzt dran ist. Es kann sein, dass es die 15. Folge ist, oder es kann auch sein, dass es eine Judgment Day Folge ist, oder vielleicht die Payback Folge. Ich weiß es nicht. Also, da, ja, ich weiß wirklich nicht. So. Auf jeden Fall sehen wir heute das Match Paige gegen Stacy Keibler. Wir haben ja beim Pay-Per-View nicht dieses Match gesehen. Ich wollte eigentlich ein Fatal-4-Way-Match ansetzen, aber da halt SummerSlam ein bisschen zu lang war, was ich auch beim Rendern gemerkt hatte. Also ich saß da wirklich zu lange schon und hab gewartet. Dann saß ich auch noch zu lange am Hochladen, dann saß ich auch noch, ja, also extrem sowas. Und dann hat noch einer gesagt, ja, dann nimm das doch früh auf. Wie? Ich hab's früh genug aufgenommen. Ja, jetzt mein Franz-Stream nicht dabei sein sollen, das hätte nichts geändert. Das Rendern wäre trotzdem so lang gewesen. Ja, aber du hättest ja früher starten können. Ja, da packe ich mir am Kopf. Aber es kam ja noch mehr oder weniger pünktlich raus. Es kam halt noch an den Tag raus. Und ja, wie schon gesagt, ich werde es testen mit den Pay-Per-View. Mal sehen, wie es bei euch ankommen wird. Wenn es nicht bei euch so ankommen wird, dass ich halt dort diesen Pay-Per-View-Stream anbiete als bei Twitch oder Hitbox. Für mich wäre es halt besser, weil ich dort halt keine Frames droppe und ich genau das gleiche Bild wie ihr seht und ich es nicht selber streame, sondern einfach dort auf der Seite hochlade und so es für alle gezeigt wird. Ja. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, in Forum unter dem Betrag, wo ich es ankündige, schreiben, das sollte halt neueste sein, halt das von heute. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas anderes kommt. Es kann sein, bin mir aber nicht sicher. Und ja, könnt ihr einfach mal reinschreiben, ob ihr Lust darauf hättet, dass ich dort halt die Pay-Per-Views zeige. Es kann natürlich dann auch sein, dass ich halt früher die Pay-Per-Views zeigen kann. Ich sagte aber nur, es könnte so sein. Also sonst zeige ich es ja immer auf Hitbox oder Twitch. Einmal habe ich es auf Hitbox, sonst immer auf Twitch gezeigt. Und ja, manche haben Probleme mit Hitbox, manche haben Probleme mit Twitch. Und so sollte ich...
Schluck auf. So sollten die ganzen Probleme aus der Welt geschaffen sein. Und Page Turner. Und Oscar Winter. 1, 2, 3. Page gewinnt und ich rede einfach über das Thema im nächsten Match weiter. Ja, Page gewinnt. Ich habe jetzt gar nicht über das Match geredet. Werde ich auch, glaube ich, nicht dazu kommen, da ich einfach mal darüber reden will. Es ist halt ein Angebot von mir für euch. Sozusagen. Ich finde es schon krass, dass die Pay-Per-Views öfters geguckt werden als die normalen Shows, weil ich finde so, wenn man die normalen Shows nicht gesehen hat, dann versteht man auch nicht die Pay-Per-View-Matches. So. Aber egal, wenn die Pay-Per-Views bei euch so gut ankommen, dann freut's mich natürlich, dann hab ich auch natürlich mehr Spaß dabei bei dieser Sache, denn ich mache es für euch, ich mache es für mich, ich mache es, weil's mir Spaß macht, ich mache es, weil es einfach ein Hammer-Ding für mich ist. Und ja, ich investiere sehr viel Zeit dafür. Ich kann ja mal, falls ich mal die Gelegenheit dazu habe, ein kleines Vlog-Video hochladen, wo ich dann einfach den ganzen Tagesablauf zeige. Dann natürlich ein Tagesablauf, wo ich das dann auch aufnehme und nicht, wo ich es render. Vielleicht auch noch ein bisschen, wo ich es rende, aber ich werde es nicht ganz zeigen. Denn das wäre, glaube ich, zu lang für das Video. Dann wird man mich einfach nur ein paar Stunden hier beim Aufnehmen sehen und mehrere Stunden beim Rendern und halt dann Thumbnails, die mache ich immer im Voraus. Das sind ja, ist ja einfach nur nebensächlich. Und ja, wie ich das dann halt alles plane, falls ihr sowas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr sowas sehen wollt. Gibt dann einfach eine Bewertung und ich würde einfach sagen, wir sind beim nächsten Match. Ich habe jetzt genug darüber gelabert. Ich habe einfach diesen Scheiß da in die Länge gezögert. Jetzt sieht man Page schon seit ein paar Minuten. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Match wieder. Bis gleich. So, willkommen zum nächsten Match. Wir sehen hier ein weiteres Mitglied der Aces and Eights. Das Mitglied, sozusagen der Anführer der Aces and Eights, muss man ja schon sagen, es ist Decoy. Also er ist der Anführer der Aces and Eights. Er hat die Aces and Eights dahin gebracht, wo sie jetzt ist. Und ich bekomme ein Audio von Kevin. Hallo Kevin! Bist hier mit Auge gegrüßt. Ja, apropos Kevin, er ist der Gegner von Decoy. Mann, bin ich Meister in den Überleitungen. Bam! Ja. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal auch die Nachricht vollbracht, dass ich so einen Stream, so einen 24-7-Stream machen werde. Und apropos 24-7-Stream, der ist immer noch aktiv, also ihr könnt immer noch unten der Kommentar, Beschreibung der unten draufklicken und dann läuft der so ein Video. Und falls ihr mal eure Meinung dazu abgeben wollt, oder falls ihr an ein, ich weiß nicht, ob man bei den Abstimmungen angemeldet sein muss. Ich glaube aber nicht. Also, wenn ihr einfach mal mit mir dort schreiben wollt, weil ich, keine Ahnung, auf Xbox nicht erreichbar bin, weil ich auf Skype nicht erreichbar bin, weil ich irgendwo nicht erreichbar bin, dann bin ich dort erreichbar. Und ich habe eine 1 Minute 15 Nachricht von Kevin bekommen. Und die werde ich mir gleich nach dem Match anhören. Aber erstmal wollen wir hier dieses Match sehen. Kevin gegen Decoy. Warum jetzt Kevin auf einmal von NXT ins Main Roster gekommen ist, genau aus einem Grund. Kevin, der ist einfach ein Junge, der muss einfach ins Main Roster. Also, ja. Der hat einfach eine gute Leistung gezeigt, hat zwar im King of the Ring Turnier gegen The Undertaker verloren, aber ja, er hätte es schaffen können. Also es war wenigstens nicht so schlecht wie gegen Sting, also da hat er schon mal Glück, dass Sting das schlechteste Match des Abends gebracht hat. Aber apropos schlechtestes Match des Abends, ich wollte eigentlich auf das beste Match des Abends hinaus, denn morgen wird ja die News-Ausgabe kommen und ja,
Ich werde vielleicht wieder nicht über dieses Match reden können, weil ich einfach wieder über irgendwas anderes rede. Morgen wird ja die News-Ausgabe um 20 Uhr kommen und da werde ich halt nochmal das mit den Livestreamen ankündigen. Ja, wie auch sonst immer. Ja. Halt, da wir... Ich werde es immer so machen, dass ich in jeder Woche das beste Match der Woche zeigen werde und in den nächsten Wochen könnt ihr dann dafür abstimmen, was das beste Match der Woche war. Da werde ich euch dann einfach noch so ein Straw Poll, halt so eine Umfrage in der Beschreibung reinpacken, wo ich dann Superkick! Wo ich euch dann einfach abstimmen lassen werde, was für euch das beste Match war und dann werde ich noch mein wartet, kann ich gerade nicht, ich nehme gerade eine FCW-Folge auf. Das Match Decoy gegen Kevin für heute Abend. Also ich höre mich gleich nach dem Match an. So, ich hoffe man hat's gehört. Oh, Uppercut! Also ich hoffe Kevin hat's gehört. Und ja. Ich hätte mich auch jetzt muten können, aber egal. Ja. Das finde ich ja immer schön, wenn ich dann nicht richtig angreifen kann, weil irgendwas anderes analysiert hat. Ich wollte was sagen. Ja. Dann werde ich halt noch meine Abstimmung. Ja, meine Abstimmung. Mein Vote dazu abgeben. Ich werde es dann in der News-Ausgabe sagen, was für mich das beste Match des Abends war und was für euch das beste Match des Abends war. Ich werde es dann so machen, dass ich halt in der FCW-Folge auch das beste Match, also das bestbewerteste Match von NXT reinpacken werde. Deswegen könnt ihr dann abstimmen, was für euch das beste Match des Abends war und ja. Erstmal Jumping DDT von Deko. Ich sollte mich jetzt aufs Match konzentrieren, aber Kevin, er rollt sich hier direkt raus. Also er weiß hier, mit wem er es hier zu tun hat. Und da gab es gerade einen schönen Suplex von Kevin, also... Ja. Er ist nicht so einer, der sich denkt, ja, ich kämpfe gegen ihn ein. Er weiß schon, gegen wen er kämpft. Und mal sehen, ob es ihn auch was bringt. So, jetzt gibt's hier erstmal von Kevin... den Unknown Pile Driver, der auch von Snake sozusagen bekannt wurde. Und Snake zeigt ja ebenfalls den Unknown Pile Driver. Und damit hat er halt... Ne, er hat nicht damit Phoenix besiegen können. Er hatte drei Unknown Pile Drivers... Oh, nö. Er hatte drei Unknown Pile Drivers gebraucht und ein... Was war's? Mir fällt es nicht ein. Scheiße. Ich glaube, das war der Waterslide. Nee, da war der, glaube ich, von Morris. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Nee, Burning Hammer. Ich glaube, es waren zwei Burning Hammer. Und nur ein ein Burning Hammer. Nee, zwei Burning Hammer und dann auch noch drei Unknown Pile Driver. Also ich bin mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es ein richtig geiles Match, weil... Das waren sau viele Nearfalls von Phoenix und da dachte ich auch mal wirklich, dass er es hier schaffen könnte gegen Snake, aber nein, war es nicht und jetzt Kevin! Bam, Death Valley Driver! Und jetzt das Cover hinterher. One, two, nein! Decoy kickt da nochmal aus. Decoy kickt da nochmal aus und jetzt Kevin, er geht hier auf Decoy los. Nein, Elbow von Decoy gegen Kevin und jetzt Decoy. Mit den Single Leg Boston Crab von Decoy. Aber nein, er lässt den Griff los und jetzt Springboard Crossbody, der ging daneben und jetzt der Elbow von Decoy. Und jetzt geht er aufs Bein von Kevin. Also für die Woche bestimme ich immer noch das Match der Woche und nächste Woche könnt ihr es dann bestimmen. Ich glaube, das ist schon ein guter Deal. Dann ist auch mehr Interaktivität drin. Dann könnt ihr auch was in der News-Ausgabe bestimmen. Obwohl ich es ja eigentlich sonst bestimme. Weil halt ich die News vorstelle. Aber ich will auch halt, dass ihr
so nah wie möglich am Geschehen dabei seid. Deswegen mache ich auch diese News-Ausgabe, deswegen mache ich auch diese Interviews in den News-Ausgaben, dass ihr wisst, was so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, Backstage abgeht, das sind dann eher für die, so die News, aber halt, um mit den Wrestlern selber mal zu reden, sage ich jetzt mal. Halt, wenn dann mal der ein oder andere Wrestler dann nochmal dazukommt, weil er schon war, der ist ja jetzt auch nicht so schlimm, weil es passiert ja schon immer etwas Neues. Und jetzt der zweite Underpile-Driver von Kevin! Und jetzt, Kevin, will's beenden? Nein! Decoy-Konzert! Und jetzt der Sleepold! Sleepold von Decoy! Sleepold! Ref! Ref! Der war im Seil! Decoy! Da! Er war im Seil! Nein, er war im Seil! Nein! Decoy gewinnt, aber Kevin war für mich im Seil. Wo er abgeklopft hat, hat er das Seil nochmal davor berührt. Er war im Seil. Und das finde ich jetzt nicht gut. Nee, nee. Auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsames Match. War jetzt nicht so gut wie das Snake Phoenix Match, aber es war unterhaltsam, sage ich es mal so. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Match wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zum nächsten Match. Zum vierten Match. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist das vierte Match. Müsste es eigentlich sein. Wir sehen hier Eddie Edwards. Okay. Warum ist Eddie Edwards hier? Das ist meine Frage. Aber egal, Eddie Edwards ist back. Und wo Eddie Edwards ist, muss ja auch irgendwo Davey Richards sein. Eddie Edwards, der ist ja irgendwann in der zweiten Folge gestorben. In so ein Turnier, Tag Team Turnier, Qualifying, whatever Match. Gegen, glaube ich, die Legion of Doom. Und das war eigentlich der Grund, warum die Wolves nicht im Turnier weitergekommen sind, weil halt Eddie Edwards einfach zu blöd war. Also, der hat sich verletzt, sag ich mal. Eigentlich war die KI so scheiße, aber ja. Der Gegner von Eddie Edwards ist ein Rivalitätsmatch. Also, es geht hier wirklich in eine Fehde und es ist Luke Harper. Und ja, man hört die Theme von der Wild Family, eher gesagt die Wild Family Eric Rowan und Luke Harper, ne? Und nicht die Wild Family Bray Wyatt, Eric Rowan und Luke Harper. Ja. Es ist eine Rivalität, es geht um den Preis, wer gegen die Young Bucks antreten wird. Also der Sieger wird halt gegen die Young Bucks antreten, das Siegerteam, sage ich mal. Und mal sehen, wer, also natürlich wird das Match bei, also wird die Rivalität bei Taboo Tuesday enden. Ihr könnt natürlich bestimmen, was für ein Match das sein soll. Einfach mal auf Facebook, Twitter oder im Forum reingucken. Da sollte es auf jeden Fall stehen und da kommt jetzt Eric Rowan und hilft, also steht seinem Partner zur Seite. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, es wird, glaube ich, so in Woche 2 kommen. Also ich bin mir nicht sicher und jetzt der Power of the Punch! Bam. So kann man auch einen Eddie Edwards erstmal ausschalten. Und nein. Und zack. So, jetzt Luke Harper. Scheiße. Da kontert Eddie Edwards. Und ja. Nein. Oh Mann. Das
habe ich die ganze Zeit hier angeschrieben. Ja. So, jetzt Eddie Edwards. Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Na, fuck, oh nein, nicht mit Eddie Edwards. Fuck it, auch nicht mit Luke Harper. Nein, auch nicht mit Eddie Edwards. Jetzt kontern wir die ganze Zeit unsere Finisher. Ist das dein Ernst? Ja, es reicht doch irgendwann. Meine Fresse. Boah, bin ich jetzt wie angepisst. Und jetzt der D-Hard-Buster oder so von Eddie Edwards, glaube ich. Ja. Nein, nicht mit Luke Harper. Komm. Ja, Eric, tu mal was für dein Geld. Du sollst nicht in den Ring gehen und irgendeinen scheiß Turnbuckle Pad entfernen. So, Armdrag. Also da wurde ich gerade einfach 2:18 Uhr, weil ich gerade mit Kevin geschrieben habe. Ich habe ihm das halt erklärt, wie es ablaufen wird, und da wurde ich ein bisschen zugespammt. So mit vielen Nachrichten mitten in der Aufnahme, und nein, das war nicht Kevin. Ja. So, jetzt erstmal ein Konter von David, nee, nicht David Hartsmith, Eddie Edwards. Und jetzt wäre anscheinend Eric Rowan wieder gehen. Okay, kann man auch so machen. Wenn man halt keine Lust mehr hat, dann geht man. So ist es immer. So, jetzt erstmal in die Ecke und, Enzo Giri, der ging daneben. Enzo Giri, der ging daneben. Und jetzt. Und jetzt. Ja. Eric Rowan. Aber nein, Luke Harper. Der schleicht sich, sage ich mal, von hinten und greift Eddie Edwards an. Da hat ihn Eric Rowan abgelenkt und jetzt geht Eric Rowan und der Power of the Punch. Der Power of the Punch. Und jetzt Discus Clothesline. Und jetzt nein, Eddie Edwards, der kommt zurück. Der bleibt nicht liegen, der kommt zurück und jetzt Eddie Edwards. Bam! Da haut er ihn ja auf die Matte, aber nein. Nicht mit Luke Harper. German Suplex, krachender German Suplex sogar. Nein, Konter von Luke Harper. Und nein, der Punch, der ging eher so daneben. Jetzt zieht ihn hier Eddie Edwards in die Mitte und covert ihn, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Nein. Denn Eric Rowan, der kickt da nochmal aus und jetzt bam, schöner Armdrag von Eddie Edwards. Und jetzt zieht er ihn wieder in die Mitte und will ihn nach dem Armdrag covern. Bei D-Call hat's ja geklappt und nicht hier, würde ich sagen. Ach, fuck. Dropkick von Eddie Edwards. Und jetzt Discus Clothesline von Luca, aber das kann man hinterher. 1, 2. Was? Der kickt aus. Der kickt da wirklich nur aus. Und Back Suplex von Eddie Edwards. Und jetzt kickt der hier Luke Harper in Grund und Boden. Aber nein, Luke Harper denkt sich so, nicht mit mir, Freundchen. Aber jetzt rollt ihn hier Eddie Edwards in den Schoolboy. Aber nein, Abdominal Stretch. Aber Luke Harper, er versucht dagegen zu kämpfen. Es ist schwer, ich weiß es, aber ja. Er kann dagegen kämpfen und haut ihn hier mit dem Hip-Toss über sich. Und der German Suplex von Luke Harper, von Eddie Edwards. So, jetzt covert der One. Nein, nicht nach dem German Suplex, denkt sich Luke Harper. Also schwupp. Und der Enzo Giri, jetzt ging er durch. Der saß perfekt und das war's. Ich meine, das war's nach dem Enzo Giri. One. Was? Der kriegt da schon wieder aus. Also, irgendwas ist falsch mit ihm. Und jetzt die Hurricane Runner.
One. Nein, schon wieder bei 1. Willst du mich verarschen? Und jetzt nimmt er ihn wieder nach oben und the Backpack Stunner. Und das war's jetzt aber. One. Was? Da kriegt er schon wieder bei 1 aus. Und jetzt die Hardbuster und das war's aber. Das war's mit Luke Harper. Also daraus wird er nicht mehr ausgehen. One. Der kriegt da schon wieder mehr eins aus. Willst du mich verarschen? Und jetzt. One. Der kriegt doch schon wieder mehr eins aus. Also Luke Harper ist wirklich die Maschine, die immer bei 1 auskickt. Wenn er mal bei 2 auskickt, dann ist irgendwas falsch mit ihm. Und jetzt Abdominal Stretch. Und wird hier Luke Harper aufgeben müssen. Sieht dann aus? Nein. Er haut ihn über sich. Und jetzt. Und jetzt. Power of the Punch und da blutet Eddie Edwards. Da blutet Eddie Edwards. Eddie Edwards. Mann. Und jetzt. Luke Harper will's beenden. Wie es sich gehört. Fuck it! Nein! Backbreaker, du Lusche! So, Taunton. Cover. Ha, fuck you. Fuck you, fuck you. Fuck. Fuck. Ha, fuck you! Das gets close line! Das war's! Let's go in there! One, two, three! Und Luke Harper gewinnt. Er kickte sau oft bei 1 aus. Nach dem Diadbuster, nach was auch immer. Nach dem Backpack-Stunner. Nach allem. Er kickte wirklich bei 1 aus. Was ist mit dem Luke Harper los? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns einfach dann hoffentlich beim nächsten Match wieder. Mal sehen, ob noch irgendwas passiert. Nein, Luke Harper feiert sich und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Match wieder. Bis gleich. Ja, Leute, willkommen zurück und warum auch immer Bomber immer noch im Hintergrund das Undertaker-Gimmick hat. Will er immer noch Patrick ein bisschen ärgern? Will er ihm immer noch auf die Palme gehen? Keine Ahnung, FCW YouTube Champion zum dritten Mal. Was ist los mit dem Typen? Er hat zwar zweimal den Titel verloren, aber er wurde dreimaliger FCW YouTube Champion und das hat keiner geschafft. Das wird vielleicht auch keiner schaffen. Bomber hat auf jeden Fall seinen Rekord überboten mit den zweimaligen FCW YouTube Champion und das ist, glaube ich, das meiste. Also das ist, glaube ich, jetzt der Typ, der öfter einen Titel gewonnen hat in diesem Wasmod als kein anderer. Ich glaube noch niemals die NXT Championship wird so oft gewechselt wie dieser Titel. Ich glaube wirklich bei jedem Pay-Per-View wechselte der Titel. Ich glaube wirklich bei jedem Pay-Per-View. Mal sehen, ob es sich bei Toby Tuesday ändern wird. Vielleicht will er auch nur den Undertaker auf die Palme gehen, der natürlich der nächste Number One Contender ist. Aber wir sehen hier William Regal. Ja, wie schon gesagt, der Undertaker ist der Gegner bei Toby Tuesday für den Bomber. Ja. Franz dachte sich jetzt so, Triple Threat Match? Nee. Einfach nee. Und deswegen dachte sich Franz, entweder stellt er eine Auswahl an 3 Superstars für euch, für die ihr abstimmen könnt, oder für das Match. Und Franz weiß immer noch nicht, was er machen wird. Er überlegt es sich. Also, er guckt sich die Superstars an, die müssen sich auch beweisen. Und deswegen ist hier das nächste Match, das Co-Main-Event, Bomber gegen William Regal. Denn William Regal kann sich hier beweisen, wie gut er wirklich im Ring ist und ob er hier Bomber besiegen kann. Denn das wäre wichtig für ihn, wenn er FCW YouTube Champion werden will. So, jetzt erstmal ein Double Underhook Suplex. Double Underhook Superplex. Und Bomber verspottet hier William Regal und Belly Overhead Belly to Belly Suplex.
Und ein German Suplex. Also Bombardier legt hier direkt los wie die Feuerwehr. Also mal sehen. Mal sehen. Und ich bin auch gespannt, wer der nächste Gast im in der News-Ausgabe sein wird. Natürlich, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wer der Gast in dieser News-Ausgabe sein wird. Es ist auf jeden Fall der NXT-Champion Morris. Und mal sehen, wer es nächste Woche sein wird. Mal sehen, welchen Wrestler ich dann an die Strippe bekomme. Mal sehen, wen ich dann interviewen kann. Ja. Das Interview werden wir dann natürlich morgen sehen um 20 Uhr auf diesem Kanal. Und ja, mal sehen, ob ich die News-Ausgabe überhaupt in diese Playlist rein tue. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht werde ich es machen, vielleicht nicht. Ich muss es überlegen. Also, kann ja nicht schaden, weil es ja auch zum Universe-Mode gehört und ein, zwei Matches zu sehen sind. Denn ich kann sagen, man sieht im Interview mit Morris einen Ausschnitt aus dem Match von ihm. Und ja. Und wir sehen natürlich das Match of the Week. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und Bomber Axel, nee. Und nein. Bomber kontert hier den Griff von William Regal. Und jetzt schlägt er hier auf diesen nämlich auch ein. Aber William Regal, er steht wieder auf. Und schickt hier Bomber in die Ecke und zeigt hier Shoulder Tackles. Und ja. Drängt ihn in die Ecke mit seinem Boot und jetzt ein Irish Whip. Und die Clothesline, die ging daneben von Bomber. Jetzt William Regal. Ne, Russian Next Week von William Regal. Und mal sehen, wer hier dieses Match gewinnen wird. Jetzt tritt er ihn zweimal schon in die Kronjuwelen. Das tut schon weh, wenn er da so ein Blut reinbekommt. Das will keiner haben, glaube ich. Und ich hab's, also Main Event, da kann man sich ja schon denken, was das sein wird. Ich hab's ja schon bei SummerSlam gesagt, bei deren Match. Ich hab's euch gesagt und wir werden es dann in der nächsten, nicht in der nächsten Ausgabe, im nächsten Match sehen. Aber es ist natürlich auch wichtig, ob hier William Regal hier auch einer Among Contender sein könnte. Vielleicht beweist sich auch gar keiner und wird es einfach nur ein One-on-One-Match. Dann könnt ihr halt für das Match voten. Ja. So, jetzt erstmal Bomber mit den Angle Slam. Schön gemacht. Oder wie er es nennt, den Bomber Slam. Und Bomber. Nee. Dachte William Regal. Und RKO! Das Cover hinterher. 1, 2, 3. Was? Da kickt er einfach nur aus. Also krass, dass hier William Regal trotzdem nach den RKO und dem Bomber Slam noch auskickt. Dass er dazu noch in der Lage ist. Das wundert mich. Und jetzt die Armbar gegen Bomber, aber er lässt die sehr früh los. Also er löst sehr früh den Griff. Kann man mal machen. Und jetzt Small Package von William Regal. Das kann man 9-1. Nein. Schöner Konter von William Regal. Also Konter kann dieser Typ. Und jetzt Scooball oder Stacker Pin. 1, 2. Nein. Da kickt William Regal nochmal aus. Und Konter von Bomber. Und jetzt verspottet er hier Regal. Mann. Sonst verkacke ich es ja auch nie mit dem Namen. Ja, Ralf, du stehst mir ein bisschen im Weg, würde ich mal sagen. Fühle ich mich so gut. Ja. Zack. Jetzt mal schnell gehen mit dem Klamot von Bomber. Ja, ging noch durch. Ging noch. Oder vielleicht kann er es ja auch noch jetzt verkacken. Back Body Drop auf jeden Fall. Und jetzt muss noch das Beinwasser kommen. Und der kommt.
der kam. Witzig, witzig. Oh nee, Konter von William Regal. Oh, Nate Schremner! Nate Schremner von William Regal! Was das? Es kam hinterher. One. Nein, da kickt er bei 1 aus. Und jetzt Power of the Punch! Power of the Punch von William Regal. Was das? Da ist die Frage, ob es das war. Mit dem Power of the Punch. One. Nein, da kickt er bei 1 aus. Kickt er nämlich bei 1 aus. Und Backsuplex von William Regal. William Regal, er kann es hier beenden. Aber er muss nur einen Move ansetzen. Nein, das ist der falsche. Das ist ein Pin. Nein. So kannst du keinen Bomber besiegen. Wir jetzt Half Nelson Slam. Und ein Half Nelson Suplex, wie auch immer. Und jetzt der Power of the Punch und da blutet auch Bomber. Also schon ein blutiges Match. Ein recht blutiges Match, würde ich mal sagen. Und das Kommentar, one. Nein. Da kickt Bomber wieder aus. Und jetzt der German Suplex gegen William Regal. Jetzt William Regal wieder on fire, aber Belly to Belly Suplex. Und Small Package. One. Nein. Da kriegt er nämlich nochmal aus. Da kriegt er aber auch mal nochmal aus. Hua. Hua, 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 hua. Und da haut der hier William Regal auf den harten Hallenboden. Und jetzt schlägt er ihn nochmal ein paar Mal in die Fresse. Und Bomber. Der Bomber Slam. Nein. William Regal Konter mit der Clothesline. William Regal Konter mit der Clothesline. Den Bomber Slam. Und jetzt. Und jetzt. Bomber Slam. Und 7. Der Ref ist bei 7. Und jetzt Elbow. Der Elbow hinterher. Gegen William Regal. Und jetzt. Jetzt ist der Referee wieder bei 1. Jetzt ist der Referee wieder bei 1. Und jetzt. Haut der hier. Gegen den Kopf von William Regal. Und jetzt! F-Bomber! Nein, Bomber! B5, glaube ich, war das. Ich glaube, das war B5. Muss ich Bomber nochmal fragen. Und das gab ein 1, 2, 3! Das war's! Mit den B5 von Bomber! Ich glaube, das war wirklich B5. Ich muss Bomber nochmal fragen, wie dieser Move ist. Und dann nochmal der RKO. Und da verzog sich Bomber ein kleines bisschen, denn ja, er hatte ein bisschen Angst, muss man ja auch sagen. Und dann nochmal der Bomber Slam. Ein sehr schönes Match, der B5, der da Ende gebracht hat. Gegen William Regal. Und Bomber retained. Warum Retainer? Nein, das war ein Non-Title-Match. Und der Undertaker sagt, hier, ich will dein Titel, du Sau. Okay, du Sau sagt er vielleicht nicht, aber da sieht man auch, wie das Blut vom Bomber da runterfließt. Ich würde einfach sagen, wir sind im Main Event wieder, wenn die Schlacht beginnt. Bis gleich. Leute, die Schlacht geht weiter. Sponjo verspottet weiter CM Punk und er bekommt ihn heute endlich in seine Hände. Er bekommt ihn sozusagen auf Silberblatt serviert. Bomber, sage ich schon. Sponjo, CM Punk, One-on-One, heute Main Event, FCW, here we go. Nachdem CM Punk im Halbfinale gegen Prince David verloren hatte, ja, ist er jetzt ein bisschen noch angeschlagen von dem Match. Aber Sponjo ist nicht angeschlagen, sondern wütend. Denn Sponjo hatte das Steel Cage Match dominiert im King of the Ring Turnier. Er hat es wirklich dominiert. Und dann hatte CM Punk sein Go to Sleep out of nowhere angesetzt und
meinte einfach mal, ich kletter mal raus. Und das war so frech von ihm, dass Franz sagte, hier, Sponjo, du sagst die ganze Zeit, du willst CM Punk in ein One-on-One-Match, wo er nicht weglaufen kann. Okay, er kann jetzt immer noch weglaufen, aber trotzdem, du willst ihn, du bekommst ihn. Und falls du ihn noch nicht ganz in Stücke reißen willst und ihn noch nicht zum Frühstück essen willst, dann kannst du ihn auch noch heute haben. Und vielleicht bekommst du ihn auch bei Double Tuesday, wenn du ihn dann endlich in Stücke reißen willst. CM Punk, ein neues Mitglied der Allianz, und das ist der Grund, warum Sponjo so einen Hass auf CM Punk hat. Denn CM Punk hat ihn belogen, betrogen und benutzt. Er griff ihn an im Qualifying Match des Tag Team Turniers. Ja, und die Hart Foundation hatte trotzdem verloren, obwohl sie das Match gegen Sponjo gewonnen haben. Also, ich glaube sogar, dass Sponjo ist alleine gegen die Young Bucks. Ja, okay, da bin ich mir nicht sicher, weil da zu viele Superkicks wären. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie wären auf jeden Fall Gegner für die Young Bucks gewesen, und ja, das mag halt Sponjo nicht, dass CM Punk nicht zu ihm hinging, sagte, hier, ich will nicht mehr, ich hab andere Sachen vor, wir gehen jetzt unsere getrennten Wege. Nein, CM Punk meint, seinen ehemaligen Partner im Match einfach hinterrücks anzugreifen und ihn dann alleine zu lassen. Also das war schon eine feige Aktion von CM Punk, und jetzt muss er zu Recht dafür büßen. Also wer so eine Aktion macht, der sollte auch die Eier dazu haben, um gegen diesen Mann dann auch in ein 1 gegen 1 Match gegenüber zu stehen. Und jetzt Russian Nextwave von CM Punk. Vielleicht will Sponjo ihn auch nur eine Chance geben gegen ihn heute. Vielleicht will er, dass CM Punk denkt, okay, ich kann ihn doch besiegen. Ich kann doch noch heil aus dieser Rivalität rausgehen. Weil Franz und die Fans wollen, dass ich gegen ihn kämpfe. Dann mache ich es auch. Ich zeige einfach, dass ich hier so Eier hätte und ich kämpfe gegen ihn. Aber ich kann's wirklich gegen ihn schaffen. Und dann kommt Sponge und greift ihn einfach und dann macht er ihn fertig. Und dann denkt sie so, CM Punk, warum habe ich das gemacht? Ja. Ich glaube, darauf will Sponjo hinaus. Und jetzt gibt es hier erstmal den Neckbreaker von CM Punk. Das ist auf jeden Fall nicht der Sponjo, den wir bei SummerSlam gesehen haben. Der die ganze Zeit auf CM Punk wie ein Wilder drauf ging. Also, ja. Mal sehen, wie es hier weitergehen wird. Aber ein Konter von CM Punk. Und jetzt ein Kick von CM Punk und ein Knee Drop. Nein. Ich will ja nicht so. Und Enzugiri, der Wurke kommt, und jetzt ein German Suplex. Und man sieht, dass Sponjo wütend ist, aber CM Punk, er kann kontern. Und Irish Whip aus den Rängen mit Sponjo. Also CM Punk, er kann sich vielleicht noch aus dieser Sache befreien. Es kann wirklich so sein, aber ja, wenn dann, also egal wer hier gewinnt, der wird aus dieser Rivalität nicht heile rauskommen. Die Karriere wird sich auf jeden Fall verändern. Für Sponjo vielleicht noch zum Guten. Vielleicht bekommt er dann noch endlich Tier-Matches. Vielleicht sieht dann Franz, okay, dieser Mann, der wäre vielleicht sogar ein Gegner wieder für Bomber, der ihn den Deal abnehmen kann, und vielleicht nicht direkt, dass einer der Bomber wieder den Deal hergibt. Weil ich kann mir Sponjo wirklich gut als Champion vorstellen, denn er wäre wirklich so ein Superstar, wo man denken würde, okay, er wäre auch für ein paar Monate Champion und würde nicht wieder eine Show danach den Deal an Bomber abgeben. Und jetzt Sponjo gegen CM Punk mit der Tiger Bomb, okay. Aber jetzt darf Sponjo nicht wieder es leicht auf die leichte Schulter nehmen. Und FU wurde gekontert von CM Punk. So ungefähr war es auch letzte Mal. Jetzt CM Punk
Go to sleep Ansatz. Nein! Diesmal kann auch Sponjo kontern. Und jetzt Sponjo. Zeigt es. Er will's beenden. Er will's beenden. Und kickt ihn. Er kickt ihn einfach um. Er kickt ihn um. Willst du mich verarschen? Bam! Sah ein bisschen komisch aus, aber er hat ihn aus dem Leben gekickt. One, two, three. Nein! Da kickt er nochmal aus. Da kickt er nochmal aus, okay? Und ja, Sponjo weiß ja, wie er CM Punk hier vernichten muss. Und Sponjo denkt sich so, ich glaube, keiner hat den Tisch benutzt. Und jetzt geht er zwar auf den Top Rope und springt auf CM Punk. Und jetzt geht er sogar auf diesen sogenannten Ansagertisch. Meine Fresse. Und jetzt geht er sogar gegen die Barrikade mit CM Punk. Und ja, der Referee zählt die beiden an. Sponjo geht in den Ring, geht wieder aus dem Ring. Und der Neckbreaker von CM Punk. Sponjo darf natürlich nicht vergessen, dass es ein normales Match ist. Also, er darf nicht den Count vom Referee einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Jetzt erstmal ein STO. Jetzt geht der Sponjo on top und BAM! Springt auf ihn. Er springt einfach auf ihn. Und Tiger Bomb! Nein, Konter von CM Punk. Aber jetzt die Tiger Bomb. Und holy shit, war das ein Sound, wie er einfach auf diesen harten Betonboden aufgeprallt ist. Jetzt springt er auf CM Punk! Und er hat ihn getroffen mit der Clothesline! Er hat ihn getroffen mit der Clothesline! Und jetzt Sponjo lehnt hier CM Punk gegen den Ansagertisch. Legt ihn drauf und jetzt geht er selbst noch drauf. Willst du mich verarschen? Und jetzt! White Noise war es, glaube ich. White Noise. Da haut er ihn durch den fucking Ansagertisch. Ja, war es ein bisschen laut. Aber weil es durch den fucking Ansagertisch war. Und ja. Beide gehen wieder in den Ring. Und der Referee, der haut hier sogar Sponjo zu Boden. Aber jetzt mal Package. One, two, three, nah. Nee. Und jetzt Neckbreaker von CM Punk. Und jetzt ab in die Ecke. Ab in die Ecke mit dir. Und jetzt Shining Wizard mit Bulldog. Schön gemacht von CM Punk und das Cover hinterher. One, nein. Du wirst Sponjo nicht am Boden sehen. Und jetzt nein. Nicht nach diesem Konter. Und jetzt schon wieder Schoolboy. Nein, nicht nach dem Schoolboy. Und jetzt der Go-To-Sleep-Ansatz. Der Go-To-Sleep-Ansatz von CM Punk. Go-To-Sleep. War's das? Das ist die Frage. War's das? Ist Sponjo jetzt K.O.? One. Nein, der kickt bei Hans aus. Der hat Bock. Und jetzt kein mehr Klatsch. Nein, nicht kein mehr Klatsch. Cobra Klatsch. Ja, manchmal verwechsel ich die Moves. Und jetzt mit Überwurf haut er CM Punk hier zu Boden. Und jetzt Tiger Suplex. Tiger Bomb wollte ich sagen. Und jetzt Soda Twist. Pepsi Twist, das ist eigentlich der Name. Und jetzt nach dem Pepsi Twist? Nein, und niemals bis 1. Ha, denkst du, Punk. Und jetzt CM Punk hat Bock, aber nein, nicht mit Sponjo. Und jetzt das Comeback von CM Punk anscheinend. Nein, Konter von Sponjo und jetzt Sponjo hier in der Ecke. Und jetzt wieder der Comeback von CM Punk. Nein, der Kick ging immer daneben. Der geht immer daneben. Und jetzt ein Roadkick! Und jetzt Sponjo ist on fire!
Sponjo ist hier on fire und... Nein. Nicht mit CM Punk. Small Package. Nein. Nicht mit Punk. Und jetzt der DDT von Punk. Und jetzt geht er mit dem Springboard. Elbow Drop dahin. Nein, kein Elbow Drop. Nein. Und nein. Und nein. Nein. Und jetzt der German Suplex von Sponjo. Und er zeigt noch, dass in ihm Kraft steckt. Er hat zwar sau viele Moves einstecken müssen gegen CM Punk, aber in ihm ist noch Kraft und da geht's auf die Ringtreppe mit CM Punk, so mehr oder weniger. Und jetzt Gut-Wrench Slam von Sponjo und der haut hier wirklich auf CM Punk, als gäbe es keinen Morgen. Und jetzt erstmal über die Ringtreppe. Jetzt geht's wieder in den Ring. Es geht in den Ring mit den beiden. Und jetzt. Und jetzt. Die Tiger Bomb. Und jetzt. Sponjo zeigt es an. Er soll kommen. Der FU. Und das Cover hinterher. 1, 2, 3. Sponjo besiegt CM Punk. Und ich freue mich schon auf die nächsten Matches von den beiden. Und das war mal ein Main Event. Ich würde einfach mal sagen, gutes Match. Also, warum nicht mehr davon? Und jetzt ein Handshake von den beiden. Oh, CM Punk, er zeigt doch noch Respekt für Sponjo. Oder er sagt einfach, okay, du warst heute der Bessere. Aber nächstes Mal kriege ich dich. Ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder. Ciao Leute und haut rein.